Mhm. Ja. 250 Telefonnummern, die die NSA abgesagt hat, hier in Berlin, in den Ministerien. Was bedeutet das für Sie? Ja, es offenbaren sich hier die Abgründe, die wir lange vermutet haben. Und Deutschland scheint eben auch im Zentrum dieser Überwachung zu stehen. Und das wirft viele Fragen auf, auch im Hinblick auf das Agieren von Frau Merkel nach den Snowden-Veröffentlichungen. Diese Probleme laufen offenbar seit Jahren. Und ich glaube, dass hier ganz offenkundig deutsche und europäische Interessen über Jahre verletzt wurden. Und die Bundeskanzlerin hat nichts für den Schutz dieser Interessen getan. Vielleicht noch eine Frage zu den Ermittlungsbeauftragten, Sonderbeauftragten. Er soll ja im Auftrag des Ausschusses arbeiten und der Ausschuss behält sich ja das Recht vor, dann trotzdem hinterher noch zu verlangen, diese Lektorenlisten einzusehen. Warum sind Sie trotzdem gegen die Einsetzung dieses Beauftragten? Weil das eine totale Farce ist und eine Beschönigung, ein Feigenblatt, das die GroKo sich hier gibt. Man tut so, als könnte man irgendwas anderes noch mit diesen Selektorenlisten machen. Tatsächlich überträgt man die eigenen Kontrollrechte des Parlaments auf die Regierung selbst. Der designierte V-Mann oder Sonderermittler, wie Sie ihn nennen wollen, hat gestern klipp und klar gesagt, er ist nur gegenüber seinem Auftraggeber loyal und das ist die Bundesregierung. So kann Kontrolle ganz sicher nicht stattfinden und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Ja, das merkt niemand.